Dö. Hallöchen zurück bei den drei Mädels von der Tankstelle. Und wir starten direkt los, würde ich mal sagen, und benutzen dieses seltsame Gedingens, den Fraser, mit den Gesteinsablagerungen. Vielleicht macht man mir deswegen mal Vorwürfe, aber ich werde eine dieser Ablagerungen ausgraben. Du cool. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Kulturbanause, du. Das macht jetzt ein Geräusch wie beim Zahnarzt, nur dass wir Löcher bohren, anstelle sie zu flicken, aber egal. Okay, da hat es bestimmt noch mehr zum Versiegel. Flieg halt mal hier rüber. Oh, wow, naja, da oben sind die Mädels von der Tankstelle. Hier noch. Da ist noch eine Metallplatte. Wenn da bloß irgendwelche Inschriften wären. Und erneutes Bohren. Wow, das gibt ein riesen Loch. Genial. Hat's hier noch? Da hat's ja nochmal. Nochmal bohren. Komm, du hast ja eh Spaß. Das wird nichts bewirken. Was? Das wird nichts bewirken, ey. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ach, du bist ja blöd. Toll, okay, dann guck dir das wenigstens an hier. Da ist doch noch eine Metallplatte. Da! Ich werde noch eine anstoßen. Wieso noch eine? Hoffentlich zerstören wir damit nicht die Botschaft, die man uns schicken wollte. Wenn sie nicht gewollt hätten, dass wir die Platten wegstoßen, dann würden wir es sicher nicht können. Ja, das stimmt. Da hast du voll recht. Cool. Komm, die stoßen wir auch noch an. Und dann müsste da eigentlich noch eine sein. Hier kommt Nummer 3. Die ist auch verschwunden. Oh mein Gott, da müsste jetzt aber eigentlich noch eine sein, wenn ich mich nicht... Das ist doch kein fliegendes Schwein hier, aber egal. Enger Tunnel. Es ist eine kleine, dunkle Öffnung. Ja, das ist toll. Komm, Fraser mal hier. Hopp. Der 0G-Fräser und die Schaufel sind für getrennten Einsatz entwickelt worden. Ja, ich wollte das auch eigentlich nicht kombinieren. Das wird nichts bewirken. Das wird nichts bewirken. Ja, dumme Schach, ja. Da. Hier. Genau. Und wieder das Bohrzahnarztgeräusch. So langsam nimmt die Sache Form an. Wow. Ich habe gehört, dass man Botschaften in Flaschen steckt, aber in einen großen Felsen? Ja, das machen wir Menschen so. Und hier ist die letzte. Aber ob das die außerirdische Lebensform auch so sehen? Dann haben wir es wohl geschafft, was auch immer das sein mag. We've done it. Okay, können wir da reingehen? Na, dann wollen wir mal. Wir sind bei Ihnen, Commander. Genau, kommt mal herangedüst mit euren Elektromotoren. Schauen wir uns die Sache mal von innen an, ey. Was ist das? Das ist ein Drache. Zum in den Himmel pusten. So, die drei Mädels von der Tankstelle sind nun... Also ist der Asteroid tatsächlich hohl. Es wird Zeit, Houston zu informieren. Low and Shuttle. Nur Rauschen. Muss an dem ganzen Gestein liegen. Wir sind abgeschnitten. Sollten wir da nicht lieber zurück und sie rufen? Die werden doch wohl ein paar Minuten warten können, solange wir uns hier umsehen. Ja, wartet. Wartet auf uns. Mit unseren Elektromotoren. So, können wir irgendwas machen? Ah, da ist so eine Öffnung. Eine kleine Öffnung, die zurück zur äußeren Kammer führt. Ja, das weißt du, ohne dass du sie überhaupt gesehen hast, ne? Eine kleine Öffnung, die zurück zur äußeren Kammer führt. Kann man irgendwas machen? Mit der Öffnung? Nein, wieder nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da oben hier entlang düsen können. Hier ist irgendwie unheimlich. Wow, die brauchen ja ewig. Aber hier gibt's auch gar nichts. Doch, da war doch gerade was, oder? Was war da gerade? Da war doch irgendwo etwas. Ein Sockel! Cool. Eine flache Vertiefung im Sockel. Mhm. Eine flache Vertiefung im Sockel. Cool. Was machen wir damit? Da liegen so Sachen rum. Die sacken wir mal ein hier, die Scheiben.
So, sacken wir alles ein. Ey, die könnten sich auch mal bewegen und mir helfen, oder? Aber nein, Commander muss alles selber machen, ey. Wow, okay, das haben wir alles eingesackt. So, und jetzt gucken wir mal, das sieht nach einem geradezu billigen Rätsel aus. Watson, yeah. So, das kommen wir links. Ja, das hat was. Und das kommen wir rechts. Und jetzt fällt da noch eine Teile. Und wo kommt das nur hin? Da. Ein Dreieck. Das blinkt. Was ist los? Wir bewegen uns. Oh oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Kann das sein? Ein ganz kleines nur. Aber ein Problem scheinen wir zu haben. Ein würfelartiges Wesen. Was ist das? Aha. Bermuda-Dreieck, was soll das? Ägypten im Jahr 2020 oder was? 2020 meinte ich. Ich fühle mich, als hätte mich jemand zweimal komplett umgestülpt. Es ist ein bisschen schwierig, sich zu bewegen. Das liegt an der Schwerkraft. Planetentypische Schwerkraft. Wir sind nicht mehr im Asteroiden. Und der Druck ist ausgeglichen. Es gibt eine Atmosphäre. Können wir sie atmen? Unsere Anzüge untersuchen das automatisch. Okay, schon passiert. Ja, es ist mindestens so gut zu atmen wie die Luft in Los Angeles. Natürlich besteht immer Gefahr durch infektiöse Erreger in der Luft. Hm. Das denke ich nicht. Außerirdische Mikroben sollten keine Gefahr für uns sein. Sie sind nicht mit unserer Zellstruktur vertraut und können uns nicht anhaben. Der Sauerstoff in unseren Anzügen reicht sowieso nicht mehr lange. Oh. Ich schlage vor, wir ziehen sie aus und bewahren uns den übrigen Sauerstoff für die Heimreise. Wenn es eine Heimreise gibt. Hm. Warum so negativ? Und? Riecht gut? Smells like teen lufty. Die Luft schmeckt gut. Überraschung, Überraschung. Attila war nichts anderes als ein Raumschiff. Ein Sternenschiff. Schneller als Licht. Wir sind nicht mehr in unserem Sonnensystem. Kein Planet außer der Erde hat eine solche Atmosphäre. Und das hier ist nicht die Erde. Hm. Nach so vielen Jahren mit schlechten Fernsehshows und verrückten Spinnern mit gefälschten Fotos. Hier ist der Beweis. Es gibt außerirdisches Leben. Low an Borden, bitte kommen. Miles, bitte kommen. Welch Zufall. Ja, ich würde sagen, wir sind außerhalb der Reichweite. Weit außerhalb. Ich sehe keine Außerirdischen, die uns begrüßen kommen. Vielleicht haben sie Attila vor Millionen von Jahren losgeschickt und sind schon längst ausgestorben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe kein Fresspaket dabei. Oder eine Dose Limo. Tja, wir können uns ja mal umsehen und so viel wie möglich über diesen Ort lernen. Vielleicht müssen wir eine Weile hier bleiben. Hey, Junge, du kannst meine Capri-Sonne haben, ne? Dann hast du den Limo. Was denn? Was ist das für ein Kommentar? Das ist wohl kaum eine natürliche geologische Formation, nicht wahr, Brink? Sehen Sie, wie genau die Steine zusammenpassen. Oh. Wie antikes peruanisches Mauerwerk. Also eine primitive Kultur? Antikes peruanisches Mauerwerk ist alles andere als primitiv. Holzkopf. Jetzt, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die waren doch vorhin in ihren Raumanzügen beide blond. Und jetzt? Schaut euch das an, es ist der Hammer, da ist eine Pflanze. Bei meinem Glück ist das wahrscheinlich die hiesige Form von giftigem Efeu. Ich denke, ich werde sie nicht berühren. Ach, du bist eine Schnarchnase, bist du. Diese Kommentare sind der Hit, oder? Naja, wir müssen eh gleich Schluss machen.
Daher würde ich sagen, ziehen wir das Ganze ein bisschen vor. Wir sind ja auf irgendeinem seltsamen Planeten gelandet. Es sieht ein bisschen aus wie der Planet Vulkan. Was Spock nur dazu sagen würde. Ha? Keine Ahnung. Aber das nächste Mal schauen wir uns hier genauer um und dann kommen wir der Sache ganz sicher auf die Spur. Ja. Und dann werden wir auch die seltsamen Fragen klären. Zum Beispiel, warum sagen Sie, dass die Luft von Los Angeles gut schmeckt, wenn es doch so schmeckt? Naja, egal. Bis dann, Leute. Macht's gut. Adiós.